Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise hier auf der Insel in the Sons of the Forest. Und ja, ich habe schon mal ein bisschen angefangen. Ich musste, beziehungsweise ich habe angefangen mit einer Aufnahme, aber OBS ist ja im Moment ganz toll und stürzt ständig ab. Das habe ich jetzt ziemlich oft. Es ist wirklich schlecht geworden seit dem Update auf die 29er Version. Muss man tatsächlich mal leider so sagen. Egal, wir haben uns. Ich habe mir das Bausystem hier mal angeguckt. Das ist ja irgendwie recht cool, ne? Einfach hier den Baumstamm nehmen, da dran klatschen, fertig. Hier, unser Kelvin hat auch schon ordentlich gesammelt über Nacht. Da kommen wir auch schon wieder. So, jetzt kannst du hier einfach zack. Das ist schon mächtig geil gemacht. Also mir gefällt das, ne? So, jetzt hast du hier ein Brett. Kann er dann einfach nehmen. Hier, zack. Sagst du ihm, mach das. Oh, ey, Kelvin, pass mal auf. Du Schnucki-Bursche. Du schiebst die ganzen Baumstämme ins Wasser. So, ne? Zack. Einfach aufdröseln und schon hast du einen Boden fertig. Also ich würde sagen, ich fange mal mit 2x2 an hier. Und guck mir das einfach mal an. Wir werden den Kelvin hier unterstützen müssen. Bauen geht leider schneller als alles andere. Ist ja immer so. Das ist nämlich noch ein bisschen blöd hier. Aber man kann ja auch... Ach Quatsch, hier wollte ich gucken. Man kann ja, glaube ich, auch hochbauen, ne? Kann zum Beispiel Stufen bauen. Und kann Balken bauen. Und kann Dach bauen. Stützen, die hätte man bauen müssen, ne? So, brauchst du das, das? So. Man kann das aber auch. Man kann jetzt hier Löcher reinhauen, ne? Ist nicht mehr wie mit dem Split-Tool, ne? Ist ganz nice so. Ja. Ach, da ruht er sich aus. Hat er sich dafür verdient? Ich glaube schon, ne? Ich wollte mal gucken, wie machst du sowas dann? Hier, so. So baust du dann eine Stütze. Ah, okay. Und dann kannst du ihn auch einfach wieder aufnehmen. Und dann schmeißt du den hier auf den Typi. Voll gut. Und dann räumst du den erstmal aus dem Weg. Habe ich wieder was abgekriegt, ne? Aber man kann ihm Baumstamm an den Kopf werfen. So, ich möchte aber trotzdem mal so probieren, ne? Ich baue ja erstmal klein. Anbauen können wir immer noch. Und umbauen auch. Zack. Jetzt müssen wir aber mal ein bisschen mitsammeln gehen hier. Nützt ja nichts, aber mit Vorsicht, weil... Das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, die Jungs kommen gern mal von hinten. Ja, das wollen wir natürlich verhindern, dass die uns hier in den Rücken fallen, ne? Ach, nimm doch mal dein blödes Navi aus der Hand. Das brauchst du doch jetzt gar nicht. Hier in der Ecke ist auch noch eine Höhle. Da bin ich aber noch nicht reingegangen. Ich habe nur gesehen, dass eine ist. Das ist hier dieser markierte Punkt hier. Der da. Das Ding da. Das ist unsere Höhle, die Höhle, die ich meine. Ja, aber heute ist mal das Bauen im Vordergrund. Ich möchte mal gucken, wie so eine 4x4-Hütte dann am Ende wirkt, ne?
Ja, tatsächlich. Würde mich das schon mal interessieren hier. Was war denn da aufzusammeln? Weiß ich nicht mehr. So, wir helfen Kelvin ein bisschen. Weil, wenn er nicht Bäume hacken muss, dann sammelt er nämlich die Stämme auf, die schon rumliegen. Ich glaube, das geht schneller, als wenn er ständig zwischendurch aufhört und Bäume hackt. Weil zumindest müssen wir mal einen kleinen Vorsprung gewähren, ne? Aber ich mag auch das Hacksystem hier. So, die Hackordnung. Naja, es gibt auch wieder Stickbäume hier, die hier. Aber wir müssen aufpassen, der Kelvin schmeißt die Bäume halt einfach ins Wasser, ne? Alte Nase. Ich habe noch gar nicht ausprobiert, ob wir uns die Bäume hier auch auf den Kopf fallen können. Ich hoffe nicht. Ey, jetzt mach doch mal fertig hier. So. So, jetzt will ich mal gucken. Das habe ich nämlich auch noch nicht ausprobiert, was passiert, wenn ich zwei Teile in der Hand habe. Kann ich dann auch was setzen? Tatsächlich. Geil. Ach, Kelvin, Alter. Komm bloß nicht näher hier. Und lass den Kelvin in Ruhe. Lass den Kelvin in Ruhe, Alter. So. Ach, Hund, sei ruhig. Hä? Wie war das denn hier? Gesundheitsmix. Schafgarbe, genau. Damit war das. Irgendwie piept's ja auch die ganze Zeit, ne? So, guck mal, der gibt nämlich auch schon fast ganze Lebensenergie wieder. So. Kevin, komm, hau rein, Junge. Wird nicht von alleine fertig. Aber ist schon genial gemacht, doch tatsächlich. Auch, dass er das so von alleine erkennt, wenn ich jetzt nämlich hingehe, normalerweise geht hier nur einer. Dann schmeißt er den zweiten als Brett raus und dann kann ich den hier einfach wieder anknüpfen. Zack. Und bumm. Also schon geil, ne? Jetzt will ich mal gucken, wie man so eine Wand baut. Guck mal hier, wie viele schöne Stämme wir hier haben. Ah, dieser Stammwagen fehlt mir trotzdem. Ja, irgendwie eine Karre. So, wie machen wir das denn jetzt hier so? Ah ja. Ah ja, cool. Und dann geht das nur eine bestimmte Länge hoch wahrscheinlich, ne? Ist bestimmt auch eine geile Sache, dann im Koop zu spielen. Und hier haben wir natürlich ein feines Haus. Ich will mal gucken, wie das ist, so mit zwei Stöcken. Zwei Geschossen. Vielleicht sogar drei. Mal gucken. Wir werden auf jeden Fall alles so ein bisschen bauen, ne?
Ja, bestimmt auch noch Baupläne woanders finden. Ich kann sogar noch höher. Geil. So. Dann muss ich gucken, wie ich ein Dach nachher baue. Aber wir bauen erstmal hier weiter, gell? Also du bist hier schon relativ oft gestört von den Viechern. Hä? Ich könnte jetzt hier sogar noch einen Balken zwischenbauen, wenn ich das will. Jetzt auch noch. Sieht aber eher schräg aus. Nee, das wollen wir nicht. So, das gibt doch auch Stärke hier, die ganze Rennerei und Schlepperei. Aber ja, ich mag das Bausystem so. Jetzt können wir hier auch ein Fenster, soweit ich weiß, reinhacken, ne? Jetzt könnte ich hier hingehen und sagen, pack das mal raus. Ist das geil oder was? Und das Coole ist ja, diese Halbstücke, die er da jetzt rausgehauen hat, die liegen ja dahinter, die kannst du ja noch weiter verwerten, ne? Voll genial. So. Oh, das wird schon eine schöne kleine schnucklige Hütte. Ja, die müssen wir irgendwann dann erweitern und vergrößern, klar. Aber hier, siehst du? Aber, weißt du, was geil ist? Ich kann ihm so ein Ding auf den Kopf werfen. Wow, hast du auch mal wieder eingebracht, hä? Ey, das ist nicht witzig. Oh. Alles gut, Kelvin? Nein. Also ihr bist auf jeden Fall am Metzeln, ne? Komm mal her. Wo rennst du rum, wenn ich dir sage, folge mir? Hol, Stämme und fallen lassen. Ja. Ran mit dir. Hat er ein bisschen so geguckt, als wenn er sagen wollte, echt jetzt, Maloren, bist du doof oder was? So, guck mal, ein paar Stämme haben wir hier ja auch noch. Guck mal hier. Bam, bam. Ja, tu was für dein Geld. Ist das denn eigentlich wirklich so, was ich gerade erzählt habe? Dass du die rausgefallenen Stämme wieder benutzen kannst? Tatsächlich. Das ist wirklich so. Nein, ey. Wie cool das ist, ne? Das gefällt mir wirklich, das Bausystem. Das ist doch mal was komplett anderes zu anderen Spielen, ne? Diese Art. Sie ist richtig nice. Also top, ey. So, jetzt haben wir noch mal vier halbe hier. Hört sich an. Aber vier halbe. Auch sehr geil, ne? So, wie baue ich jetzt so eine Tür? Quatsch, hier nicht. Treppe? Rampe? Verteidigungsmauer? Seilbrücke? Seilbrücke? Feuerholz? Zelt? Tür.
Wo baue ich denn dann eine Tür? In dem anderen Menüteil? Warte, zurück. Tür. Irgendwie so, ne? Ach, du ahnst es nicht. Jetzt haben wir ganz hohen Besuch hier. Ich glaube, jetzt nützt das nichts, ne? So. Da. Schreit er mir hier ins Ohr. So, wie mache ich denn jetzt die Tür hier? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Wie ich diese Tür dann baue. So, das raus. Ja, ja. Ach so, warte mal. Alter. Ach, er ist auch wieder da. So, komm mal her hier. Ha! Schisser. Darf ich jetzt endlich meine Tür weiterbauen hier? Ich muss jetzt mal eben Medizin nehmen, ne? Das ist schlimm, ne? Meine Fresse, ey. Kommst ja gar nicht zum Bauen hier. Das ist schon der nächste, gibt's doch nicht. Lass doch mal mich in Ruhe hier. Aua, meine Fresse. Ey, geh mir doch nicht auf den Sender hier. Verdammt noch rein. Hier kannst du nicht mal in Ruhe arbeiten. Das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt kommt der Penner mir. Jetzt gib mir das hier. Ich will jetzt seine Tür bauen. Aber wie? So, haben wir hier noch irgendwo einen Ganzen? Na, jetzt raff ich das mit der Tür. Aha. So. So baut er die Tür. Da brauche ich also ganze Stämme. Warte mal, ich kann doch den erstmal nehmen hier, ne? Ja, dann haben wir wenigstens schon mal eine Tür fertig. So, drei Bretter, eins liegt noch hier rum. Ja, wenn man nicht ständig gestört werden würde, wäre ich auch schon viel weiter hier. Oha. Der braucht schon wieder was hier. Zack. Und Alu ist weg. Alu ist weg. Na toll. Keine Aloe mehr. Da muss ich doch noch so eine Medizin fressen hier, verdammte Scheiße. Verdammisch. So, hier sind noch mal Baumstämme. Muss aufpassen, die fallen dir in den Rücken, die Schweine, ne?
Aber echt nice so, ne? Ja. Schön bauen hier. Schön bauen hier. Also wir fangen ja immer erstmal klein an, bevor es groß wird. Ja, du Arsch, sammel Baumstämme, ehrlich. Keine Zeit hier rumzustehen. Oh. Nun hat er weggeschmissen. Na, guck, geht doch, Kelvin, geht doch. Guter Mann. Ah, die Höhlen sind aber auch wieder ganz geil gemacht, oder? Bisschen dunkler. Aber da müssen wir noch mal gucken. Weil da sieht man ja echt noch viel weniger als. Siehst du? Irgendwo rennt hier immer so ein Penner rum, ey. Du hast hier keine Bauruhe. Ist, glaube ich, egal, wo du hier auf der Map bist, ne? Die sind ein bisschen besser bevölkert als im ersten Teil. Und die richtig schlimmen Mutanten haben wir ja noch gar nicht gesehen, ey. Siehst du, das meine ich. Von hinten die Sauratte, die Blöde. Hau ab jetzt da, du stirbst jetzt. Und wehe nicht. Hat mich aber zum Glück nicht richtig erwischt, ne? Aber die sind echt mies hinterlistig, die Schweine, echt. Die stehen plötzlich hinter dir und hauen dir auf die Fresse. Ja. Deswegen ist so eine kleine Base hier auch nicht verkehrt, dass wir uns schon mal irgendwo verkriechen können, wenn hier mehrere kommen, weil bis jetzt haben die uns ja auch zum Glück noch nicht mit mehreren auf einmal angegriffen. Ja, guck mal, Kelvin, geht doch, geht doch. Junge, 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 Junge. Die haut eh immer ab. Wir auch noch mal gucken, wie wir da das Vertrauen bessern können. Auf jeden Fall beobachtet sie uns ganz gut. Rennt hier in ihrem Badeanzug rum, du. Mit ihren drei Beinen und drei Armen. Na, guck mal, ein kleines, witziges Hütchen, ne? Kelvin ist aber echt langsam, ne? Den müsste man noch mal irgendwie schneller kriegen können. Das wäre nicht schlecht, ey. Hast das Gefühl, der macht nur Pause, ne? Ah, guck. Wenn wir von Pause reden hier. Da sitzt die faule Sau. Kann man das eigentlich auch machen? Warte mal. Bei Hälften so nebeneinander setzen, geht das auch? Nee, ne? Das macht er nicht, oder? Ja, nee. Nee, nee, nicht so, wie ich das gerne hätte. Ne, da müssen wir mal gucken. Ich glaube ja, auf Kelvin steht die, weil zu dem geht die. Da hat die keine Angst. Bei mir hat sie Schiss. Ich glaube, die steht auf Kelvin. Ich glaube, die mag den. Gleicher IQ und so, ne?
Ich bin heute gemein, ey. Du machst hier aber auch einen Dreck. Müssen wir auch noch mal irgendwie aufräumen. Geil, dass auch so ineinander läuft, ne? Da hinten sind auch noch irgendwelche Klamotten, die wir sammeln können. Wie spät haben wir es denn schon wieder? Oh, schon wieder 3:30. In-game-Time, ey, geht ja auch schnell. Gestern noch gesagt, so schnell geht es ja eigentlich gar nicht. Aber komm, die Hütte bauen wir jetzt auf jeden Fall fertig. Mit dem Deckel drauf. Jetzt will ich aber zum Beispiel noch gar kein Dach haben, sondern einfach nur eine Decke, weil ich noch ein Stockwerk drauf bauen möchte. Mal gucken, ob das geht. So, danke. Ja, aber der Kelvin holt auch ein bisschen dann wenigstens was dran. Ist ja auch schon mal eine Erleichterung. Wenn man den hier sammeln lässt und währenddessen irgendwas sucht, ist das auch gut, ne? Die wirkt aber auch noch so ein bisschen verschwommen, ey. Hier liegen so viele Sachen rum und er fällt noch ein Baum, ne? Anstatt erstmal die einzusammeln, die da noch rumliegen. Nein, ich fäll einen Baum. Ich nehme mein eigenes Holz. Mach du deins, ich mach meins. Nö, 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 nö. So. Drecksäcken, der. Naja, lieber eigenwillig als gar nicht willig, ne? Also arbeitswillig jetzt, ja. Dann lieber eigenwillig. Oh, da ist überall noch einer zu wenig. Ja, lass durch den erstmal sammeln. Solange ich hier noch welche habe. Muss ja doch gleich nochmal ans Hackebeil hier. Aber ja, Ausdauer haben wir ja eine ganz gute jetzt. So, das gefällt mir wirklich, ne? Bin mal gespannt, wie es jetzt gleich mit dem Dach wird, ob das auch cool ist. Aber ich schätze doch schon. Und man muss ja auch irgendwie mal so eine Zwischendecke setzen können, ne? Denke ich doch. Und die Ausdauer ist gar nicht so schlecht, ne? Die verbraucht sich gar nicht so schlimm. Ne, finde ich nicht. Ist halt eine elende Lauferei hier. So, jetzt können wir den einnehmen, den Kelvin hier hingelegt hatte. So, ein Fenster wollte ich noch. Also hier ein Fenster rein. Ja. Und hier noch ein Fenster rein. Ja, mein Gott, haben wir hier nachher einen Scheiß rumliegen, ne? Und jetzt bin ich gespannt. Brauche jetzt hier einen ganzen Baumstamm wieder mal. Da. Jetzt habe ich sie erschreckt, ne? Dabei beachte ich die ja nicht mal. So, Was heißt das denn? Ne, das will ich ja nicht. Mach das mal bitte wieder weg. Und wenn ich das von außen tue. So, jetzt habe ich aber kein Dach. Aha. Ich will mal was. Ein bisschen was muss man ja ausprobieren, ne? Ja. Oder hätte ich das dann so machen müssen?
Nee. So. Dann bringen wir mal einen Baumstamm hier hoch. So, wenn ich jetzt hier was mache. Ach so. Ah. Ah, guck mal. So. So wird eine Decke draus. Aha. Aber dann kannst du ja gar keinen Zwischenboden machen. Das ist ja irgendwie doof, ne? Echt nicht? Ja, Fenster, Tür haben wir hingekriegt. Ein Dach. Hier, der kann doch das auch. Ach, dann hätte ich das von innen machen müssen. Und dann hier den. Verstärken. Zack, an der Seite. Zack. Okay, gucken wir uns mal an. Warte mal, mach mal das hier oben wieder weg. Das ist ja eigentlich ganz geil, ne? Er ist hungrig, Energiebraucher. So, zwei Fliegen mit einer Klappe. Jetzt sind wir erstmal wieder ein bisschen wach. Wo ist mein Baumstamm? Da. So, und jetzt sagte er doch, ich kann das hier nicht machen. Hätte ich das so machen müssen? Nein, hat er ja auch nicht. Also das muss ich noch mal ausprobieren, wie das gehen soll, ne? Hä? Ah! Ha? Ja, wie geil! Geile Sache! Ja, komm, Schätzelein. Cooles Spiel. Das ist ja schick. So geht's dann, ja? Zabum. Zabab. Zababareng. So, jetzt will ich noch eine Sache mit euch zusammen gleich machen. Das ist eine Schädellampe für drinnen und eine für draußen. So, und jetzt kann ich hier eine Decke draufsetzen. Geil. Du willst auch rein oder was? Hast du dafür getan? Hm? Freund der Sonne? Ah, guck. Bam. Schädellampe. Glaub, dann muss ich einen Stick in die Hand nehmen. Ausrüsten. Jetzt kann ich den hier so hinsetzen. So, und jetzt kann ich einen Schädel dann wahrscheinlich in die Hand nehmen. So. Ja, guck mal. Jo. Und jetzt? Da brennt aber noch nichts. Fertig ist das noch nicht, oder? Ach Quatsch, hier muss ich gucken. Aber das war hier, ne? Müsste ja irgendwas eigentlich mit Feuer gewesen sein. Wir gucken mal eben hier durch. War das hier oder war das da? Knochenstuhl, Deckenschädellampe will ich auch noch mal haben. Vogelhaus kommt von draußen dran. So, jetzt lass mal gucken hier. Ne, hier ist es nicht drin gewesen. Hier sind diese Fertigsachen. Okay.
So, dann muss es hier ja gewesen sein. Hier, Feuer. Verstärktes Feuer, Standfeuer, Schädellampe. Dann brauche ich einen Stoff. Ach so, erst den Stoff, dann den Schädel. Ah, okay. Okay. Den Schädel erstmal wieder weg. Den Stoff in die Hand genommen. So. Dann den Schädel in die Hand. Hoppadim, jawohl. Auch geil, ne? Hat was. Hier draußen noch eine hingebaut. So, und dann sind wir auch fertig für heute. Ja, die bauen wir mal hier so. Zack. Stöffle. Aber cool, easy, ne? Bam. Yo. Ja, aber ich glaube, dass die hier. So, jetzt will ich noch mal eben bei der Schädellampe gucken. Schädeldings da. Ne, die war jetzt in einem anderen Buch, ne? Halt. Deckenschädellampe. Yo, nice. Wirklich, wirklich nice. Macht auch ein schönes Licht, ne? Ja. Schön unheimlich, aber man sieht's. Cool, jetzt nochmal ein Bett. Hier wahrscheinlich unter Möbel. Holzbank, Tisch, Stocklager, Steinlager, Stammlager, Trockengestell. Trockengestell brauchen wir auch noch. Regal und Wandregal. Vogelhaus, Vogelschläuche, Pflanzgefäß, Kleintierfalle, Fischreuse. Kein Bett? Gibt es diesmal kein Bett? Ach Leute, das ist alles noch so neu. Also hier drin nicht. Dann brauche ich den Shelter draußen doch. Ich kann doch hier drin sonst gar nicht speichern, ne? Wenn es kein Bett gibt. Zelt. Verstärktes Feuer. Nö. Gibt irgendwie kein Bett. Okay. Schade. Du bist durstig, du hast Hunger, du bist müde. Ich gehe erstmal pennen. So. Da. So, ich würde sagen, wir speichern hier. Ich hoffe, euch hat das Bauen heute gefallen. Wenn ja, dann lasst, zeigt es mir doch mit dem Daumen nach oben. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.